Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dibbe, dibbe, dab. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Na klar. Was möchtest du denn heute hören, Kikaninchen? Eine Geschichte über einen Vogel. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein. Sie spielt am Südpol, wo es furchtbar kalt ist. Und wo das ganze Jahr über nur Eis und Schnee liegt. Dort lebte ein kleiner Pinguin. Ist der Pinguin denn ein Vogel? Ja, ein Pinguin ist ein Vogel. Er kann nur nicht fliegen. Aber ich wollte doch eine Geschichte über einen Vogel, der fliegt. Kikaninchen, die Geschichte geht doch noch weiter. Der kleine Pinguin hatte einen riesengroßen Wunsch. Er wollte nämlich fliegen. So wie die Vögel, die sich manchmal am Südpol verirrten. Aber die älteren Pinguine sagten: So ein Unsinn! Lass das sein! Ein Pinguin fliegt doch nicht! Und was hat er gemacht? Er hat nicht auf die älteren Pinguine gehört. Er hat Fliegen geübt. Immer und immer wieder. Jeden Tag. Oh! Und kann er jetzt fliegen? Leider nein. Oh. Aber eines Tages entdeckte der kleine Pinguin einen schlafenden Vogel. Oh. Mit richtigen Flügeln. Der sah wunderschön aus. Der Vogel war von einem sehr langen Flug ganz müde geworden und eingeschlafen. Der kleine Pinguin versuchte ihn zu wecken. Es war doch viel zu kalt für den Vogel auf dem Eis. Oh. Aber er schlief so fest und wollte einfach nicht aufwachen. Und dann? Wie geht es weiter? Kikaninchen, ich glaube, wir müssen dem Pinguin helfen, den Vogel aufzuwecken. Ja, wach auf! Aufwachen, Vogel! Aufwachen! Wach auf! Du kannst uns helfen, wenn du magst. Aufwachen! 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 Ja! Ja! Sehr gut! Der Vogel ist aufgewacht! Und dann? Der Vogel war froh und dankbar, dass der kleine Pinguin ihn geweckt hatte. Sonst wäre er erfroren. Und deshalb nahm er den kleinen Pinguin mit auf eine Runde. Hoch in die Luft, auf seinem Rücken. Ja! Der Pinguin flog. Endlich! Und die anderen Pinguine? Die staunten. Einen fliegenden Pinguin. Sowas hatten sie noch nie gesehen. Der kleine Pinguin war überglücklich. Sein größter Wunsch war in Erfüllung gegangen. Ja. Und er hatte dabei auch noch einen neuen Freund gefunden. Und jedes Mal, wenn der Vogel zu Besuch kam, nahm er den Pinguin auf eine Runde mit. Hurra! Tschüss, macht's gut. Dibbe, dibbe, dab. Schon gehen, dann sag ich schnell Dibbe-Dibbe-Dab, Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder, wie Kloplatsch und machen ganz viel Quatsch. Kika, Kika-Mienchen, Kika, Kika-Mienchen, Dibbe-Dibbe-Dab, Dibbe-Dibbe-Dab. Und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu. Kika, Kika-Mienchen, Kika, Kika-Mienchen, Dibbe-Dibbe-Dab, 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 Dibbe-Dibbe-Dab. Liebe, Liebe,
Dibbidab. Dibbidibbidab. Dibbidibbidab. Lern meine Freunde kennen. Mehr von Kikaninchen und seinen Freunden erfährst du auch im Internet unter kikaninchen.de.